Was würdest du zu folgendem Angebot sagen? Ich biete dir 100.000 US-Dollar, dafür schmeißt du deine Uni hin und gründest ein eigenes Unternehmen. Okay, 100.000 US-Dollar ist, wenn man es sich genauer anschaut, gar nicht mal so viel. Tatsächlich gibt es aber genau dieses Angebot von Peter Thiel. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Co-Founder von PayPal, Palantir, Milliardär und einer der prominentesten Supporter von Donald Trump. Er ist aber auch einer der größten Feinde der traditionellen Universitätslandschaft. Und deswegen hat er sich etwas Eigenes überlegt, das Thiel-Stipendium. Damit sponsert er jedes Jahr junge Menschen mit 100.000 Dollar. Aber nur, wenn sie dafür die Uni hinschmeißen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Einer der Leute, der die 100.000 bekommen hat, ist kürzlich jüngster Selfmade-Milliardär der Welt geworden. Du denkst, das hört sich nach einem guten Deal an und hättest auch Bock drauf. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Tatsächlich bekommt man das Geld nur unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen. Deshalb ist die Absolventenliste auch krasser als bei jeder Target-Uni. Aber stopp. Lass uns mal von vorne anfangen. Gucken wir uns mal Peter Thiel genauer an. Peter Thiel wurde ursprünglich in Frankfurt am Main geboren, aber schon mit einem Jahr waren ihm die Steuern in Deutschland zu hoch, weshalb er in die USA auswanderte. Danach hat er an der Elite-Uni Stanford studiert, wie es sich für einen High-Performer gehört. Falls jetzt bei manchen von euch die Alarmglocken läuten nach dem Motto, der Typ sagt, die Leute sollen ihre Uni abbrechen, aber zieht selber schön ein Studium in Stanford durch, dann beruhigt euch, dazu kommen wir später noch. Jedenfalls hat Peter danach in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und sich danach entschieden, eine kleine Softwarebude mitzugründen. Das war PayPal, zusammen übrigens mit Elon Musk, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Als PayPal-Mitgründer hat Peter Thiel natürlich richtig Asche verdient. Und was macht man, wenn man gerade mal nach ungefähr 10 Jahren Geschäftsleben für immer ausgesorgt hat? Ja, jeder, der jetzt gesagt hätte, Urlaub, entspannen, bitte klickt sofort weg, euch brauchen wir hier nicht. Natürlich hat er weitergehasselt. Und genau das hat Peter Thiel gemacht. Also hat er ein paar VC-Fonds gegründet, in Unternehmen wie Airbnb, Stripe und Spotify investiert und damit noch mehr Kohle gemacht. Heute ist er bekannt als Gründer von Palantir, einem Unternehmen, das Institutionen dabei hilft, durch Daten Schlüsse zu ziehen. Deren Software, Palantir Gotham, wird von der US-Antiterrorismusbehörde genutzt, um Informationen über andere Personen oder ganze Staaten zu sammeln und auszuwerten. Hört sich irgendwie global galaktisch an. Und zum Beispiel steckte Palantir auch angeblich dahinter, dass genügend Datenpunkte analysiert wurden, um letztendlich Osama Bin Laden zu finden und zu töten. Und neben all dem ist Peter Thiel natürlich auch noch für das Thiel Fellowship bekannt, also für die 100.000 Dollar, wenn du deine Uni schmeißt. Jedes Jahr werden zwischen 20 und 25 Bewerber ausgewählt. Wichtiges Kriterium, man muss unter 23 Jahre alt sein und man muss eine gute Startup-Idee haben. Das heißt, der ein oder andere von euch kann nicht einfach die 100.000 Dollar abgreifen und für den Rest des Jahres meine Videos gucken und sonst nichts machen. Apropos hier, ne, guckt euch mal die Analytics an. Die Hälfte von euch guckt die Videos, aber hat mich nicht abonniert. Bitte ändern. Also, um die 100.000 Dollar von Thiel abzuräumen, muss man auch wirklich etwas schaffen. Heutzutage ist man ja fast schon ein Outsider, wenn man die Uni nicht abgebrochen hat, um ein cooles Startup zu gründen. Und genau diesen Trend will Peter Thiel weiter befeuern. Aber warum eigentlich? Was hat er gegen die Unis? Wie könnte man was gegen Universitäten haben? Da läuft eigentlich seit Jahrzehnten doch alles super. Reiche Leute schicken ihre Kinder auf Ivy League Unis, am besten in den USA oder Großbritannien, mit bedeutenden Professoren, Sportteams, eigenen Stadien und jeder Menge modernster Technik, eng verknüpft mit Wirtschaft und Gesellschaft. MIT, LSE, Cambridge oder Oxford, ich denke die Namen bekannter Target-Unis, kennt vermutlich jeder, der auch nur im Entferntesten vorhat, sich eine ordentliche Karriere aufzubauen. Peter Thiel weiß, wie jeder andere Mensch außerhalb des Bildungssektors auch, dass Menschen und Lebensläufe verschieden sind. Und dennoch zwängen Unis, egal ob Target oder Non-Target, ihre Studenten immer noch dazu, sich für einen theoretischen Studiengang mit Anfang 20 festzulegen, statt ihre eigenen Ideen am besten direkt in der Praxis umzusetzen. Freedom to get stuff done, wie Thiel sagen würde. Und auch das Netzwerken, Grundlage für jede Karriere, gelingt an Unis meist nur so mittelgut. Our network is yours, ist stattdessen das Motto des Thiel Fellowships. Peter Thiel bietet nicht nur Geld, er bietet vor allem Netzwerk. Wo Vaters Golfkontakte aufhören, fängt Peters Netzwerk gerade erst an. All in all super Voraussetzungen, wenn du deine Idee nicht für irgendeiner regionalen Sparkassenvertretung pitchen willst. Und einen weiteren wichtigen Punkt möchte Thiel ebenfalls besser machen als die Unis. Geld. Diese Textzeile von Kanye steht auf der Webseite des Fellowships und er muss es ja wissen als ehemaliger College-Dropout. In anderen Worten, Thiel will laut eigener Darstellung nicht, dass man etwas studiert, wo am Ende nichts bei rumkommt und IB ganz sicher nicht mehr möglich ist. Und er hat auch schon eine Lösung dafür parat. Er konzentriert sich auf das, was er am besten kann. Ideen mit Potenzial ausmachen, deren Founder finanzieren und diese Ideen zu skalieren. Egal ob Hardware, Konsumgüterunternehmen oder Non-Profit-Organisationen. Und diese Arbeit trägt erste Früchte. Vitalik Buterin. Der Typ hier im Schlafanzug und Kuscheltier ist russisch-kanadischer Mitbegründer und Entwickler der Smart-Contract-Plattform und Kryptowährung Ethereum.
Schon 2013 publishte er sein White Paper zu dieser auf der Blockchain basierenden Technologie. Ein Jahr später war er bereits Thiel Fellow. Kein Wunder, wenn man sich Vitaliks Einstellung zu Bildung anschaut. Bildung ist letztendlich viel mehr als einzelne Fakten auswendig zu lernen. Was am wichtigsten ist, lernen selber zu denken, lernen zu argumentieren und lernen, wie man am besten lernt. Der Erfolg dieser Philosophie lässt sich sehen. 160 Milliarden aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum sprechen für sich. Auch Laura Deming zählt zu den Fellows von Thiel. Ihr Longevity Fund investiert in nichts weniger als die Unsterblichkeit. Genauer gesagt in Unternehmen, die unser Altern verhindern sollen. Ein Thema mit reichlich Potenzial und noch mehr potenziellen Kunden, allein schon wegen des Zinseszins. Unter den Stipendiaten ist auch Dylan Field, Gründer der Design-Software Figma, die vor kurzem für 20 Milliarden an Adobe verkauft wurde. Er besaß am Übernahmezeitpunkt von Figma durch Adobe Anteile im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Nicht schlecht für jemanden, der sein Informatikstudium an der Brown University extra für das Stipendium geschmissen hat. Und was lernen wir daraus? Unis haben ihre Berechtigung, aber auch ganz klar ihre Grenzen. Sie sind starre Strukturen und funktionieren für viele, aber eben nicht für alle klugen Köpfe unter uns. Die gerade angesprochenen Personen sind nur ein Teil der 20 bis 30 jährlich neu aufgenommenen Fellows, die Thiel aktuell finanziert oder der Vergangenheit finanziert hat. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich Mathils Stipendium genauer anzusehen. Er appelliert an die klügsten Köpfe weltweit, die sich nicht mit universitärem Lernen zufrieden geben und ihre Zeit nicht in Klassenräumen oder Hörsälen absitzen. Soweit so gut. Stattdessen fordert er, dass man mit seinem Team einen sinnvollen Fortschritt in Richtung einer konkreten Vision nachweisen kann. Es reicht also aus, wenn ihr euer Unternehmen noch nicht offiziell gegründet habt. Auch Mitgründer sind keine Voraussetzungen für den Erhalt des Stipendiums. Wir prüfen und akzeptieren Bewerber als Einzelperson. Erst später bauen die meisten Fellows im Rahmen der Förderung ihr Team auf. Selbst die Schule darf man bei Erhalt des Stipendiums noch beenden. Der Abbruch des Studiums hingegen ist verpflichtend. Nun zum konkreten Ablauf. Ihr meldet euch per E-Mail an, erstellt bestensfalls ein Pitch-Deck und sendet das Ganze einfach und schnell an die Thiel Fellowship Verwaltung. Sagt Peters Team dir zu, erhältst du die versprochenen 100.000 US-Dollar innerhalb von 2 Jahren. Nettes Taschengeld und das Beste, die Thiel Foundation bekommt keine Anteile deines Unternehmens. All die Unterstützung von Thiel kommt ohne Verpflichtung, ihn bei deinem Unternehmen irgendwie zu beteiligen. Insgesamt können wir also festhalten, Peter Thiels 100.000 Fellowship gibt es nicht einfach so. Man muss es sich verdienen. Wenn man es erhält, endet damit das eigene Studium. Wenn man es nicht erhält, passiert nichts. Ich überlasse euch jetzt hier mal einfach die Chancen-Nutzen-Abwägung. Außerdem zeigt das Fellowship-Programm, wo es an Unis oft hakt. Die Bildungsprogramme sind starr, erlauben wenig Wechsel und erst recht wenig Raum für individualisierte Pläne. Ein Stipendium kann ja teils Wege ermöglichen, die man selbst mit Papas Kreditkarte nicht ebnen kann. Es bringt Netzwerk, Startkapital und eine gehörige Portion Prestige. Falls du auch denkst, dass du das Zeug zum Startup-Gründer hast oder einfach steinreich wie Peter Thiel sein willst, check mal gerne dieses Video aus. Da erfährst du alles, was du brauchst, um aus deiner Idee ein lukratives Business zu bauen. Und ja, abonniert gerne den Kanal, kommentiert was, gebt Daumen hoch etc. pp. Hier seht ihr noch ein anderes Video von Funk. Ciao, bis dann.